Guck mal hier, das Hemd, das platzt einfach gleich schon. Ja gut, das war vielleicht ein Hemd von deinem kleinen Bruder. Das Hemd schreit einfach, lass mich raus! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute gibt es eine neue Reaction. Warum? Weil wir Lust drauf haben. Genau, und es ist auch ein besonders cooles Video. Eins meiner Lieblingsvideos. Ja, auch einer meiner Lieblingsvideos. Und zwar ist das das 5 Arten von Schülern, die jeder kennt. Streber, Styler, Nixversteher, Lügner, Vielfraß, der allgemeine Schulalltag. Das war unser erstes 5-Arten-Video, auch sehr aufwendig, und da waren wir auch extra dafür in der Schule, ne? Richtig, richtig. Also da haben wir auch eine Drehgenehmigung bekommen in der Schule und es hat uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, das war ein Freitagnachmittag, wo wir es aufgenommen haben. Wir haben auch gleich noch ein paar Freunde und so mitgenommen, das war eine ganze Gruppe. Wir hatten da ein paar Freunde gefragt, hättet ihr Lust? So, ja, wieso nicht? Am 10. Februar 2018 veröffentlicht. Ist ja noch gar nicht so lange. Ja, wobei fast schon 2 Jahre, ne? Ja, fast 2 Jahre. Ja. Und besonders, klar, besonders stolz, 3,8 Millionen Views. Ja. Gar nicht so schlecht. Aber ist okay. Es war wirklich was anderes und natürlich was ganz Besonderes. Kathi war die Lehrerin. Die Lehrerin. Ziehen wir uns das mal rein. Meine Lieblingskommentare waren ja auch, ich hätte so gerne eine Lehrerin wie Kathi. Deswegen, das erhält mich immer noch. Glaub mir. Wieso? Ich wäre doch super als Lehrerin, oder? Weiß ich nicht. Wir schauen uns jetzt das Video an. In die Tasche habe ich extra. Morgen, Kinder! Dieses Styling. Dann, ach so, ich weiß, der Unterricht geht jetzt sofort los. Ja. Ich habe mir doch extra so ein Spray in die Haare gemacht, damit also ein bisschen, die gräulich aussehen. Richtig, aber das hat nicht so richtig gräulich gemacht. Ja, man sieht es aber ein bisschen. Aber das ging auch nicht wieder gut raus. Okay. Nachdem ich mich geduscht habe, war alles. Ja, ist okay. Wir starten. Ja. Morgen, Kinder! Der Unterricht geht jetzt sofort los. Hefte raus! Ab. Okay. Okay, angefangen mit dem Vielfraß, glaube ich. Mmh. Ja, wieder. Also ganz ehrlich, aber wir können. Dafür musste sie nicht gut spielen. Wollte ich gerade sagen. Also, Vielfraß kennt doch eigentlich jeder, oder? Also, wenn jemand in der Schule so war, dann würde ich sagen 99% von den Menschen, die zur Schule gehen. Oder nicht? Ja, alle essen gerne, ne? Ich vor allem sagen. Süßigkeiten. Ja! Oh, Karin, da siehst du ein bisschen jünger noch. Ja. Bitte alle mitschreiben. Guck mal, Yoshi war auch noch da. Oh, ein paar andere Freunde, die ihr jetzt nicht kennt, aber wir natürlich. Mhm. In meinem Unterricht wird nicht gegessen. Wir mussten ja einfach. In meinem Unterricht wird nicht gegessen. Das war nicht mal, das war von ihr. Also wirklich, ich muss mich dringend auf den Bett kommen. Schluss jetzt damit! Schluss jetzt damit! Oh, ich mag auch total mein Outfit, diesen Schal und so. Ich finde, so sehen Lehrer wirklich immer aus. Du warst auch die Einzige an dem Tag, die sich nicht umziehen musste. Umgekehrt. Nein, aber im Dreh musstest du dich nicht umziehen. Ich dachte, nein, wir mussten uns im Dreh die ganze Zeit umdrehen. Die anderen, umdrehen. Alle hatten ihre Alltagsklamotten dabei, aber ich hatte extra mir spezielle Klamotten. Ja, ja. Kinder, tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät. Gut ist, Yoshi musste auch gar nicht so tun, als ob er keine Ahnung hätte. Er hat einfach das getan, was er sonst auch macht. Einfach so durchblättern. Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät. Schöne Grüße, wir fangen hier direkt raus an mit den Yoshi. Hausaufgaben. Wir schreiben heute keinen Test. Du brauchst hier keinen Mauer aufbauen? Sie haben nichts gesehen. Also die hat da Chips! Und sie will nichts abgeben. Ich habe das Gefühl, auch Nina sieht wirklich in jedem Video anders aus. Weil sie auch jedes Mal andere Haarfarbe oder Haarlänge hat. Solange wir Nina kennen, hatte die schon 20 verschiedene Frisuren, glaube ich. Ja. Ne? Wir sind da, glaube ich, relativ Standard geblieben. Ich glaube, wir haben immer die gleiche. Also ich habe zwar manchmal so, manchmal einen Zopf, manchmal einen Dutt, aber bei mir ist es immer das Gleiche. Die Haare sind immer die gleichen. Mal länger, mal kürzer. Nein, danke. Nein, danke. Jedes Mal hast du so viel mit, aber gibst nie was ab. Dabei. So, wir wollen heute mal eine Gruppe machen. Der Psychoblick. So. Bald machen, also ihr könnt euch gleich mit einem Partner oder einer Partnerin. Aber du guck dich mal da an, gleich an. Du siehst ja aus wie so ein kleines Kind. Du siehst aus, als wärst du schlecht. Ja. Ist das nicht schön? Jetzt habe ich mein heißes Wasser vergessen. Kann ich einmal noch ganz kurz? Nein. Was hast du überhaupt dabei? Nein. Das? Nur ganz, also, jetzt kann ich mein Essen nicht essen. Jetzt wird auch nicht gegessen. Ich muss aber essen. Aber Problem oder das wirklich sehr Erstaunliche bei dieser Sache ist, so welche Schüler gibt es wirklich? Ja, also bei mir gab es das, der sagte, nee, ich muss jetzt aber essen. Aber what?
Also jetzt darf man ja auch meistens immer trinken im Unterricht. Das war aber früher auch noch immer ein bisschen Weiß nicht, ob das, Leute, ist das von Schule zu Schule anders oder von Schulform zu Schulform anders? Ich meine, in der Grundschule war es auch etwas lockerer als später dann. Aber jetzt hat mir irgendjemand erzählt, dass wenn so Arbeiten geschrieben werden, dass sich dann alles halt so ein riesen Ja, da, aber das war bei uns auch so. Nee, bei uns nicht. Das ist immer das Gleiche mit ihr, Frau Schmidt, das wissen Sie auch. Mein Essen ist mir auf jeden Fall wichtiger. Sie gibt nie was ab. Haarausfall habe ich da auch schon. Das ist halt große Kante. Hallo Frau Schmidt, ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe heute leider keinen Apfel gefunden. Ist das schlimm? Ich mache einen Apfel. Hast du mir heute mal einen Apfel mitgebracht? Bester Gesichtsausdruck. Ich mach kurz die Kaffeesaure. Seid ruhig! Aufgepasst, Kinder! Ich wegen euch eine 2 bekommen. Entspann dich mal. Was da schon sehr schön ist, mein Bauch kam da auch schon raus. Guck mal hier, das Hemd, das platzt einfach gleich schon. Ja gut, das war vielleicht ein Hemd von deinem kleinen Bruder. Das Hemd schreit einfach, lass mich raus! Ja, Frau Schmidt, so wirklich. Also Sie sind doch Lehrerin, oder? Ich bin mal davon. Und dann gehe ich davon aus, dass Sie eigentlich das Lehramt studiert haben an einer Universität, an einer Hochschule. Wenn ich mich da selber immer höre. Ja, das ist es, Frau Schmidt. Der Punkt, gucken Sie doch mal. Ich bin. Also über den Imus. Das ist nicht egal. Was wäre. Das ist nicht egal! Dass ich das im Diktat falsch mache oder so? Aber das so, kann man Ruhe, sich doch denken. Geht weiter. Mann, übertreib doch nicht. Du übertreibst. So, ihr Lieben, heute üben wir das große Einmaleins. Wir fangen mal an mit der 9er wieder Reihe. In der Grundschule. Es war wirklich ein cooler Tag. Hey! Ja, richtig. Würde ich jetzt aber auch Aber bitte warten. Boah, dieses Hemd, ne? Das schreit einfach. Boah. Guck dir mal diese Speckröllchen hier an. Was drunter. Boah. 4x9, wer weiß es? 36! Ich kann gerade nur dahin gucken, muss ich ehrlicherweise sagen. Zu langsam, Frau Schmidt. 7x9? Kann man den... 63! Du bist der Spieler. Ich weiß das halt alles. Und ich weiß, wenn ich die nächste Lösung, 81. Kein anderer ja, oder das. So, Ruhe. Heute gibt es die Arbeit zurück. Die ist nicht ganz so gut ausgefallen. Oh Gott, ich sehe also, schon. Ich hab. Aber das ist wieder so typisch. Kennst du so Leute, die voll die Krise bekommen, nur weil sie Angst haben, eine 2- zu bekommen? Ja. Es gibt ein paar 1, ein paar 2. Leider ist auch eine 5 mit dabei. Also. Die hab ich bestimmt. Ich teile jetzt mal aus. Ich konnte das Thema gar nicht. Ich konnte das wirklich nicht. Nein, ich konnte das nicht. Jedes Mal. Nein, ich konnte es nicht. Jetzt kannst du eine 1 wetten. Ja, toll. 1+! Ich habe 1+ geschrieben. Ja. Dabei konnte ich dieses Thema gar nicht. Ich konnte das Thema gar nicht. Ich konnte es wirklich nicht. Dieses typische. Ich konnte es nicht. Wirklich nicht. Und dann eine 1+. Wie geht das? Also bei mir war das so, aber dann hatte ich ja nicht eine 1+, sondern... 1-. Nee, ich habe mich dann gefreut. Jede 3! Ich konnte das Thema aber wirklich nicht. Ich kann das nicht. Und ich habe eine 1+ geschrieben. Ich habe voll wenig gelernt, aber ich habe eine 1+ geschrieben. Ja, hast du dich auch manchmal dann Lust zurück in der Schule zu sein, wenn ja, du das siehst? Ja, voll, voll. Okay, ja. Ist alles in Ordnung bei dir? Hier vorne? Ich habe mich nicht gemeldet. Ja, trotzdem willst du mir die Frage. Aber ich finde, Nina kauft man das ganz gut ab. Ja. Also, ich glaube, sie hat wirklich nichts verstanden. Ne? Und gut, sie ist jetzt nicht da, dass sie das irgendwie. Ich kann jetzt nichts dagegen sagen. Und ich kann sagen. Sie kann nicht widersprechen. Ich habe mich nicht gemeldet. Hast du vielleicht auch mal was Sinnvolles zum Unterricht beizutragen? Hast du vielleicht auch mal was Sinnvolles zum hier vorne. Unterricht beizutragen? Ja, hallo. Hast du vielleicht auch mal zum Unterricht irgendwas beizutragen? Also. Wenn ich jetzt mit Nein antworte, zählt das dann als mündliche Mitarbeit? Aber weißt du, was ich witzig finde? Mit unseren Kollegen müssen wir noch mal reden. Aber alle finden das witzig, bis auf die beiden hier hinten. Ja. Guck mal, guckt euch mal. So, warte. Konzentriert euch jetzt mal die ganze Zeit auf Hast die. Du vielleicht auch mal zum Unterricht auf die letzte Reihe. So, guckt euch das mal bitte jetzt an. Wenn ich jetzt mit Nein antworte, zählt das dann als mündliche Mitarbeit? Die tun einfach so, als wäre nichts passiert. Voll die coolen! Grüße gehen raus. Frau Schmidt? Ja? Ist schon eine Frage? Ja. Wieso hat denn die 2 da ein Dach über dem Kopf? Meinst du den Bruchstrich? Naja, das Dach da. Also ich finde das voll unfair, dass die 2 die 1 nicht unter das Dach lässt. Die 2 die 1 nicht? Ja, du verstehst doch gar nichts, oder? Da will ich nichts verstehen.
Ich habe gerade auch überlegt, was war denn da der Fehler, bis mir aufgefallen ist, dass das Bruchrechnung ist. Ja. Eva findet es witzig. Eva findet Mathe-Witze immer sehr witzig. Ja. So, ja, wer möchte vorlesen? Was passiert denn hier in der ersten Reihe? Was passiert denn hier in der ersten Reihe? Achso, ich wollte mich eigentlich nur stylen. Also, der schwingt sich schon wieder. Warum schon wieder? Ja, warte, stopp! Stopp! Guckt euch mal bitte Ninas Blick danach an! So, das. Achso, ich wollte mich euch das jetzt mal an. Also, der schwingt sich schon wieder. Warum schon wieder? Wir sind nicht verliebt. Ja! Nina! Ich hab dich erwischt! Der schwingt sich schon wieder. Ich hab dich erwischt! Also, ich brauch das. Tut mir leid, ich brauch das hier. Frau Schmidt, bitte, nur noch heute, bitte. Ich hab was echt Wichtiges heute zu tun, bitte. Du wirst jetzt erstmal vorlesen. Instagram? Ja, okay, ich lese vor. Mit welcher Aufgabe geht's weiter? Ja, das war schon mal richtig. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Wer weiß denn, was von Frankreich ist? Hey Leute, was geht? Live-Video! Vier Zuschauer? Stimmt, ist immer noch so. Schon vier Zuschauer! Was geht? Hi, wir sind gerade im Unterricht. Was ist denn da los? Follow for follow! Das kurze Live-Video für Instagram. Nur ganz kurz, ganz kurz. Nein, ich hab schon vier Zuschauer. Ganz kurz. Handy weg. Guck mal, hör mal drauf, was sie sagt. Was geht? Live-Video! Wir haben schon vier Zuschauer. Was geht? Hi, wir sind gerade im Unterricht. Was ist denn da los? Follow for follow! Das kurze Live-Video für Instagram. Follow for follow. Keine Ahnung, was sie da sagt. Ich hab schon vier Zuschauer. Ganz kurz. Handy weg. Oder hallo, Paul. Grüß dich. Ja, hi. Gleich sofort, ich bin sofort fertig. Das letzte Video ist ja echt gut angekommen. Schluss jetzt! Oh, Frau Schmidt, ich bitte. Gibt es das bei euch wirklich, dass Leute Instagram live gehen oder TikTok live in der Stunde? Okay, also möchte jetzt keinen dazu animieren oder sowas? Nein, nein, das sollte man nicht machen. Wer weiß denn, was 7 plus 7 ist? Ja? 13? Falsch. Ja? 4 war er dann so 14? In der Kabine von dem Sportunterricht. Stimmt, aber das war ja hier das. Mann! Oh ja, der Klassenraum, der hat dann noch. 6 plus 3? Was ist denn da los? Stinken. Nimm Blackberry. Hey, ich wollte einfach nur meine. Das ist auch noch eins meiner. Wieso denn? Und hast du da einen Kaugummi im Mund? Das ist ein Whitening-Kaugummi. Hast du da einen Kaugummi im Mund? Ich brauche weiße Zähne für das nächste Fotoshooting. Ja, das ist voll unfair. Muss das jetzt. Mit den weißen Zähnen ist das, glaube ich, nicht so ganz aufgegangen. Raus? Ja, das muss raus. Aber Mann! Sofort. Ich glaube ich, auch keine Whitening-Kaugummi. Eigentlich meine Sonnenbrille drauf lassen. Nein. Auch die Sonnenbrille muss ab. Ja, auch. Ist ja gut, da kann ich ja gar nicht. Darf und ich das du kannst jetzt direkt hier die nächste Aufgabe lösen. Deutschland. Und diese Brille auf. Ich glaube, wir sind angekommen dieses am letzten Wochenende. Ja. Die Joschi hat gepopelt. Wo bleibt sie eigentlich? Und schmeißt sie es Eva gesagt, zu. Ihr Hamster hat Schnupfen. Ich dachte, sie wäre. Ach, das ist die Lügnerin. Ja, die genau. Lügnerin. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Schmidt. Wir starten direkt mit den Hausaufgaben. Also alle einmal die Hefte rausholen. Den Moment kennt wirklich jeder. Ja. Also, so tun, als hätte man es gemacht. Aber dann guckt man immer so und versucht nicht drangenommen zu werden. Aber dann ist mir halt was passiert. Und zwar, ich hatte die halt und dann sind die in den Ventilator geflogen. Und dann wurden meine ganzen Hausaufgaben zerfetzt. Also ich kann nichts dafür, das ist, sind meine Hausaufgaben. Ja, dann leg mal das Puzzle wieder zusammen. Ich kann das Puzzle wieder zusammen. Die Hausaufgaben besprechen. Bitte einmal alle rausholen. Ich habe meine Hausaufgaben leider nicht dabei. Bei mir zu Hause. Schon wieder nicht? Also es ich kann mir das nicht erklären. Ich bin mir so sicher, dass ich das in meinen Rucksack reingetan habe. Aber bei uns zu Hause, da haben wir so einen Hauself, der heißt Dobby. Und ich glaube, der hat meine Hausaufgaben gestohlen. Das macht er öfter. Der klaut alles Mögliche. Der klaut Hausschuhe, der hat schon das Katzenfutter geklaut und jetzt habe ich halt keine Hausaufgaben dabei. Aber das ist Dobby gewesen. Kannst du mir von diesem Dobby bitte mal die Telefonnummer geben? Also da muss ich mal Rücksprache halten. Also den würde ich gerne mal sprechen. Das ist einfach noch witziger, oder? Okay, wer will die Hausaufgaben vorlesen? Frau Schmidt, darf ich? Bitte! Frau Schmidt! Das Witzigste, guck mal jetzt, erzähl mal in langsam an. Ich bin auf dem Fahrrad gekommen heute und ich bin leider auf dem Fahrrad eingeschlafen. Oh ja, das hast du nicht wieder auf dem Fahrrad bin ich in den Graben reingefahren. Gesundheit! Okay, wir machen mal normal. Oben, voller Matsch. Und dann musste ich natürlich wieder nach Hause mich umziehen, das hat ewig gedauert. Und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen zu spät, also es tut mir wirklich leid. Jeden Tag eine neue Ausrede. Heute der Graben mit Matsch. Also nächstes Mal bringst du bitteschön die Kleidung vom Tatort. Ja, die ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Probleme mit den Schülern. Achso, da ist, es gab noch einen. Ach, diese Schüler. Immer Probleme mit den Schülern. Immer Probleme, Probleme. Man denkt, wirklich, ich bin so eine. Oh, ich habe so seit 25 Jahren habe ich so viele Probleme mit den Schülern. Ach Leute, wenn ihr wüsstet, jemanden, der so ist wie die Schüler, die ihr heute in unserem Video gesehen habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare.
Und lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja! Geht natürlich auch für dieses Video, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ja, das war die Reaktion auf die 5 Arten von Schülern. Und ja, also was war so dein Top-Typ? Also bitte Lehrerin jetzt nicht mit reinholen. Was hat dir am besten gefallen? Sag jetzt nichts Falsches. Also ich kann das ja sagen, also ich fand Vielfraß wirklich sehr gut. Weil ja. das passt einfach. Vielfraß fand ich einfach passend. Ich fand aber auch den Styler ganz gut getan. Ja? Ja. Leute, was sagt ihr? Habt ihr das originale Video noch nicht gesehen? Dann solltet ihr das definitiv machen oder ihr habt es jetzt mit uns gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann, Kathi. Vielleicht möchtet ihr noch in die Kommentare schreiben, ob wir noch auf irgendein Video reagieren sollen. Ja, wieso nicht? Können wir gerne machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.